Ja, ja, was da los, hey Leute, hier ist wieder der Benny von den Tourivalis zu einem neuen Call of Duty Black Ops 2 Video von mir und endlich gibt's mal wieder den neuen Real Life Story. Wie lange ist es denn bitte her? Wann gab's denn die letzte Real Life Story von mir? Und ja, in letzter Zeit kam mir ziemlich oft die Frage, hey Benny, wann machst du denn mal wieder eine neue Real Life Story? Wann erzählst du denn mal wieder etwas aus deinem Leben? Und ja, ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, yo, komm, heute ist es mal wieder soweit, du hast jetzt endlich mal wieder Bock drauf, dass du sowas machst. Und ja, weil einfach so viele Leute sich das gewünscht haben, dass ich mal wieder eine Real Life Story raushole, deshalb habe ich mir gedacht, yo, heute bringst du mal wieder was. Auf jeden Fall im Hintergrund ein Herrschaftsgameplay auf der Map Haycheck mit der Vector. Er spielt natürlich von mir, ich heiße hier irgendwie James, keine Ahnung, Warring James oder so ein Bullshit. Habe ich natürlich umbenannt und da bin ich wieder drauf gekommen, wie verdammt gut denn die SMGs aus der Hüfte schießen können. Ich habe hier ziemlich viel rumgesprayt, aber war trotzdem eine easy Nuklearmedaille. Und ja, ich würde sagen, wir kommen mal zur Real Life Story. Ich bin letzten Sonntag mit einem Haubner und einem Real Life Kollegen ins Aquapulco Bad Schallerbach gefahren. Das ist ja so eine Therme, so ein Aquapark in Österreich, Indoor. Und ja, da gibt es halt Rutschen und alles mögliche und natürlich kann man hier wirklich extrem gechillt chillen. Hier geht es wirklich um nicht viel, da gibt es Bars, wo du dir Cocktails kaufen kannst und weißt der Teufel was. Du kannst wirklich den ganzen Tag im Wasser chillen, Wasser hat so eine extrem geile Temperatur. Auf jeden Fall habe ich gesagt, yo komm, ich fahre dorthin. Wir holen dann uns noch bei der Tanke kurz eine Autobahn-Vignette und dann geht's los. Auf jeden Fall, ich düst zu dem ersten Real-Life-Freund hin, also nicht zu Haubner, sondern zu einem anderen Typen. Und ja, es war ausgemacht, dass es um 8 Uhr losgeht. Auf jeden Fall, was passiert natürlich? Ich stehe vor seinem Haustier, ruf bei seinem Handy an, Handy aus. Denke mir schon, ja, super geil. Dann denke ich mir so, okay, ich hoffe, der war nicht am Vortag feiern. Okay, auf jeden Fall, ich gehe dann zur Haustür, läut mal an. Auf einmal macht seine Mutter auf und ich frage so, jo, wo ist denn Punkti Punkti? Also wie ich nenne ihn jetzt einfach mal Andi. Wo ist denn Andi, okay? Und ja, der schläft noch. Okay, der muss jetzt aufstehen. Ich gehe da jetzt hin. Auf jeden Fall gehe ich ganz gemütlich in Richtung seines Zimmers und bam, 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 klopp auf seine Tür, mach die Tür auf, dreh das Licht auf und was sehe ich natürlich, der Typ pennt bis zum geht nicht mehr. Auf einmal reißt es den Typen aus dem Schlaf. Huh, fuck, ist das schon 8 Uhr? Nee, oder? Shit. Auf einmal, ja okay, der Typ wird auf einmal wach, braucht ein bisschen, zieht sich kurz um und war natürlich am Vortag saufen. Ich glaube, um 5 Uhr ist er ins Bett und wie gesagt, um 8 Uhr habe ich ihn abgeholt. Hat gemütliche 3 Stunden geschlafen, läuft auf jeden Fall bei ihm. Ja, da fängt der Fisch zum Sprinten an, könnte man fast sagen, oder läuft beim Fisch, oder der Fisch fängt zum Laufen an, oder ja, hört sich alles irgendwie Bullshit auf. Auf jeden Fall, er ist dann aufgestanden und ab ins Auto, ihm ging es natürlich total beschissen. Wir fuhren zur Tankstelle und ja, gleich mal schön Red Bull gekauft. Und meinte so, yo, easy, geht gleich wieder bei mir. War natürlich noch voll im Sand, der Typ. Auf jeden Fall Autobahn-Vignette gekauft. Und ja, dann gehe ich mal ab Richtung Haubner. Haubner von zu Hause abgeholt. Und dann gleich mal erst ab auf die Autobahn. Natürlich ich düse mit meinem super Auto von meinem Mutterraum. 60 PS läuft auf jeden Fall. Erste Mal Autobahn, dass ich gefahren bin. Wirklich kein Scherz. Und natürlich, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Natürlich, der Typ, also der Real-Life-Kollege, den wir Andi genannt haben, schläft ganz gediegen. Auf einmal reißt es den Typen so richtig nach vorne. Und ich denke mir schon, okay, what the fuck passiert jetzt? Und er so, ey, ich glaube, du musst doch kurz mal rechts rüberfahren. Und ich wirklich auf der Autobahn blinke rein, rüber auf den Pannenstreifen. Und dann sagt er noch so, nee, warte, okay, ich ziehe wieder zurück drüber. Also ich bin noch nicht ganz auf dem Pannenstreifen gewesen. Auf jeden Fall gewesen, ich habe nochmal zurückgezogen. Und dann auf einmal schreit er so, oh doch, rüber, rüber, und er hält sich so in den Mund so und ich rüber auf dem Pannenstreifen stehen geblieben, ganz gediegen. Läuft natürlich bei mir das erste Mal auf die Autobahn unterwegs und dann kann es gleich mal auf die Autobahn anhalten, weil der Typ, ja, ihr wisst, was jetzt kommt, Autotür auf und raus mit dem ganzen Gedöns, das er am Vortag gesoffen hat. War echt ekelhaft, Jungs, echt ekelhaft. Ich habe mich fast angekotzt, weil es einfach so wirklich ins Auto gestunken hat. Der hat wirklich, ich glaube, 3 Minuten gekotzt. War auf jeden Fall richtig irre. Wie gesagt, ich war das erste Mal unterwegs auf der Autobahn. Noch nie auf die Autobahn gefahren. Und dann kannst du gleich mal einen Pannenstreifen fahren, weil sich dein Real-Life-Kollege, der am Vortag saufen war, mal ankotzt. So lief das auf jeden Fall bei mir ab. Der Tag war dann auf jeden Fall noch ziemlich chillig im Aquapulco. Also richtig geil dort gewesen.
sind wir den ganzen Tag im Wasser gechillt und ein bisschen gelabert. Ihm ging es da wirklich eigentlich ja wieder besser. Hat dann noch, glaube ich, eine Stunde oder so im Auto gepennt, bis wir dort waren bei diesem Aquapark. Aber war dann richtig, ein richtig, richtig geiler Tag. Und ja, das war es irgendwie von der Real Life Story. Ich, wie gesagt, muss sagen, war extrem geiler Tag. Natürlich wirklich richtig krass, wie das mal mir wieder sowas passiert, wo ich das erste Mal auf der Autobahn unterwegs bin. Und ja, das war es jetzt eigentlich wieder vom Video. Ich will das Video gar nicht mal zu lange machen. Und eins fordere ich jetzt noch von euch. Ihr wisst ja, morgen am Freitag um 16 Uhr geht der 24-Stunden-Livestream los und mich würde jetzt natürlich freuen, wenn ihr da dabei seid, beziehungsweise nicht nur mich, natürlich haben auch. Würde uns freuen, wenn ihr beim 24-Stunden-Livestream zugucken würdet. Wäre auf jeden Fall hammergeil. Und eins noch, schaffen wir es auf dieses Video 3500 Likes zu bekommen, das wäre nämlich dann ein absoluter Like-Rekord. Ich weiß, jetzt schreiben wir alle, oh du Like-geiler Benny, oh du bist doch nur Like-geil. Aber so ist das Leben heutzutage mal. Ich möchte auch mal so ein geiles Video haben mit richtig, richtig vielen Likes. Und heutzutage, man muss die Abonnenten wirklich auffordern. Und wäre vielleicht ein kleines Dankeschön an uns für den 24-Stunden-Livestream. Und ich würde sagen, bei 3500 Likes, dann werde ich die nächste Real-Life-Story rauspushen, wenn ihr das wollt. Wenn ihr wieder mal eine geile Story von mir hören möchtet, was ich so treibe und so. Und ja, wäre hammergeil. Ich glaube es zwar nicht, dass wir 3500 Likes schaffen würden. Es gibt ja Leute, die schaffen bei 20.000 Aufrufen 10.000 Likes. Wir nicht. Wir haben um die 12.000 Aufrufe und schaffen nicht mal 1.000 Likes. Was ist denn los? Und deshalb wäre es mal hammergeil. Vielleicht für den 24-Stunden-Livestream. Da könnte man einen Hashtag draus machen. 3500 Likes. Wäre hammergeil, wenn das so geil wäre. Wird richtig chillen bei euch. Und in diesem Sinne, haut rein, haut den Battle nach oben, den Like-Button nach oben, pusht da mal richtig drauf, spritzt drauf und bringt den Fisch ins Rollen oder den Fisch ins Sprinten. Und in diesem Sinne, ich laber so viel Bullshit. Sinne, danke fürs Zusehen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.